Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom kleinen Drechsler. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, wird wissen, dass ich in der letzten Adventszeit relativ viele von so kleinen Holzbäumchen gemacht habe im Adventskalender und eben auch einen größeren. Aber dieses Jahr habe ich gedacht, komm, jetzt müssen wir das Ganze nochmal toppen und machen mal so einen richtig großen. Der soll dann so circa 50 cm breit und 2 Meter hoch werden. Und damit das Bäumchen auch schön haltbar wird, machen wir das Ganze aus Eiche. Deswegen haben wir jetzt hier einen schönen Eichenstamm und den tun wir dann mit der Blockbandsäge zuerst mal zu so einem Bäumlis-Rolling sägen. Ja, das Stämmle ist halt, da das 55 oder so hat, ein bisschen zu breit für meine Säge. Deswegen tue ich da jetzt einfach mit der Kettensäge hier an der Seite noch ein bisschen was wegsägen. Das ist jetzt einfacher, wie wenn man da jetzt noch ein bisschen dreht und guckt, dass es gerade so geht. Sägt man einfach ein Stückchen ab. Fertig. Ich mache ja die Rohlinge, wo ich dann die Bäumchen draus säge, immer so spitzig, also keilförmig. Weil das hat einfach den Vorteil, dass sie oben dann dünner sind und unten dicker, sieht eben einfach schöner aus und sie stehen auch besser. Die kann ich jetzt aber leider nicht so dick machen, dass sie unten vernünftig stehen, weil dann kann ich es einfach mit der Stichsäge nicht mehr sägen. Deswegen tue ich sie jetzt unten 8 und oben dann auf ganz spitzig zusägen und dann kommt eben unten noch ein Fuß hin. Natürlich noch dicker wäre schöner, aber mit der Stichsäge geht das blöderweise nicht. Zum den Keilsägen habe ich mir dann einfach hier was unterlegt, sodass dann das Brett oder die Bohle hinten höher ist. Und dann kann ich da einfach so durchsägen und dann sollte das zwei wunderschöne Bäumlis-Rohlinge geben. Das gibt doch einen Christbaum in echt Lebensgröße.
So, nächster Tag. Heute wollen wir jetzt das Bäumchen zeigen, aber ihr seht, es wird schon langsam dunkel. Deswegen machen wir uns noch schnell eine Baumfackel an, dass wir auch ein bisschen Licht haben. Die Baumfackel brennt jetzt, dann können wir jetzt hier unseren Bäumless Rolling hier auf die Böcke legen und ihn dann mit der Stichsäge aussägen. Aber zuerst mal natürlich nur anzeichnen. Wie ihr seht, inzwischen brennt auch die Baumfackel ein bisschen besser und die erste Hälfte vom Bäumchen ist jetzt auch gesägt, hat jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Oben für das dünnere Material habe ich ein kürzeres Sägeblatt genommen und dann für unten habe ich so längere. Ich habe da mir mal so welche von Bosch gekauft, irgendwie Speed for Wood oder so, und mit denen funktioniert das eigentlich ganz gut. Dann können wir jetzt auch schon die andere Seite sägen und dann ist das Bäumchen eigentlich auch schon fast fertig. So, jetzt ist der Baum mal fertig. Es ist natürlich, also ein wirkliches Bäumchen ist das ja eigentlich nicht mehr. Das ist ja jetzt wirklich ein ausgewachsener Baum. Aber so an sich, finde ich, ist der richtig cool geworden. Und hat halt schon eine echt ziemlich große Größe. Also, das ist mal ein Bäumchen.
Und dadurch, dass ich den Keil vorne gesägt habe, ich habe es gerade sagen wollen. Und weil er jetzt bisher, wie ihr gesehen habt, noch nicht so richtig steht, sägt man jetzt unten nochmal schön ab. Und damit das Ding jetzt natürlich auch wirklich sicher steht und nicht so leicht umfallen kann, weil das sollte auch nicht umfallen, ist ja anders wie bei dem kleinen, wo es jetzt keine Tragödie ist. Deswegen tun wir da ja unten jetzt einfach nur eine kleine Eichenbaumscheibe hin, schrauben und dann kann das nicht mehr umfallen. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here. Jetzt ist das Bein mal fertig. Unten der Fuß ist jetzt auch dran. Da steht es jetzt natürlich super. Und ich finde es auch irgendwie ganz cool, wenn man eben sieht, weil so war ja auch der Stamm. Ich glaube, das ist sogar vom gleichen Stamm, hat zumindest die gleiche Größe. Und dann sieht man, so ein Baum war das mal. Und jetzt ist daraus so ein Baum geworden. Den können wir jetzt natürlich auch sogar als Kirschbaumersatz nehmen, wenn man jetzt kein Grün will. Wobei so ein Grüner hat natürlich doch auch Vorteile. Aber mit Kugeln schmücken könnte man den auch. Also ich finde es sich richtig cool aus, da jetzt noch eine Lichterkette drumherum. Und dann ist das eine 1A Weihnachtsdeko. Und das ist jetzt mit Abstand das größte Bäumchen, was ich jemals gemacht habe. Aus einem fetten Eichenstamm, unten 50 cm, knappe 2 Meter hoch. Was will man mehr? In der Regel sind die Bäumchen, wo ich im Laden verkaufe oder auch online, ja kleiner. Also die haben dann die kleinsten so 30 cm bis 50 cm. Das, was man eben noch entspannt auf der Bandsäge sägen kann. Weil alles, was größer ist, will man dann eben schon wieder nicht mehr auf der Bandsäge sägen, auch wenn es eigentlich noch gehen würde. Aber dann ist mit der Stichsäge doch deutlich entspannter. Also, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn jemand den Baum kaufen will, den verschicke ich nicht, weil ein so großes Päckle, das geht nicht so gut. Also, die Größe dann bloß bei Abholung. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss!